Sorry, ich bin gerade irgendwie auf den Ausknopf gekommen. Keine Ahnung. Wo waren wir genau bei der Häufigkeit? Dadurch entsteht eben die Sucht und ja, das gilt es wirklich zu vermeiden. Es gibt schon genug Spielsüchtige. Es braucht nicht noch mehr geben. Habt euch unter Kontrolle. Notiert euch mit, wie viel ihr noch spielen könnt, wie viel ihr schon verspielt habt und schaut, dass ihr das wirklich aufs Minimalste reduziert und bleibt Genussspieler, bleibt Spaßspieler und keine ja, gezwungenen Menschen, die gezwungenermaßen dahin gehen müssen, um Verluste wieder reinzuholen, weil das, seien wir ehrlich, funktioniert sowieso nicht. Man kann das nicht mehr reinholen, weil man, was man über die Jahre hinweg verspielt hat, wenn man Suchtspieler war. Das funktioniert nicht. Habt Spaß dabei, es macht Spaß, keine Frage. Und schaut, dass das im Rahmen bleibt. Habt auch Spaß weiterhin mit meinen Videos. Ich habe auch keine Werbung mehr geschalten auf meinen Videos. Ich möchte auch weder Geld generieren noch sonst irgendwas. Ich möchte, dass das eben eine Spaßform bleibt. Schaut vorbei bei mir. Wie gesagt, ich werde Videos hochladen, wenn ich mit Kumpels unterwegs bin, wenn die tolle Bilder haben, etc. Und bleibt einfach Genussspieler und schaut auf euer Leben. Denn das ist oftmals schneller vorbei, als man. Als einem lieb ist. Dann wünsche ich euch frohe Weihnachten, euch und euren Familien. Habt ruhige Feiertage und einen tollen Silvesterabend. Kommt's gut ins neue Jahr. Alles Liebe, Gruß Hans Eimer.